Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rogue Legacy. Und wir gehen gleich mal hier rein und es geht gleich mal nicht. Ach doch, tatsächlich, es geht, funktioniert. Und da wollte ich gleich mal sagen, hier, ich habe natürlich nicht weitergespielt, aber hier sind die Ritter oder die Kämpfer, mit denen wir schon gespielt haben und die gestorben sind. Und da steht The Legendary Knight und... Okay, der, ja, und hier ist jetzt die Auswahl, die wir haben, und wir schauen uns mal ganz kurz da um. Okay, Paladin, your standard hero, okay, er ist ziemlich gut bei, in allen, und er hat ein Schild anscheinend, und er hat ADHD, das ist ADHS im Englischen, das heißt, wir sind anscheinend schneller, natürlich, wir haben dieses, dieses Konzentrations, Defizit-Syndrom-Ding und da sind wir halt hyperaktiv und ziemlich schnell. Und, warte mal kurz, Stereo-Blind, wir können nicht in 3D sehen, das ist ja mal geil. Okay, was haben wir hier? Knave, okay, der hat anscheinend viel Crit und, okay, das heißt, wir haben so viel HP, wie wir Mana hätten und Mana, wie viel HP hätten. Und was ist Endomorph? Okay, wir sind schwer und wir können nicht zurückgeschlagen werden. Und was ist das? Aha. Okay, das heißt, wir können irgendwie so einen Schattengänger, Doppelgänger runterwerfen. Was haben wir hier? Nochmal Knave. Und er ist auch Stereoblind und er hat Alzheimer. Oh mein Gott, wie geil. Okay, aber wir spielen, glaube ich, mal mit dem. Der scheint hier ganz geeignet zu sein. Also, Lady Fave. Starten wir. Confirm. Oh Gott. Wir haben 150 Coins. Das heißt, wir kaufen jetzt gleich mal hier ein. 180 ist zu viel. 140 geht ja noch in Ordnung. Was können wir hier? Okay, kann man das nicht. Ah ne, das ist schon maximal. Kann man hier was? Ah ja, das holen wir uns mal. Oh, cool. Was ist jetzt hier rechts und links? Okay. Ich weiß nicht. Ah, hier, okay. Enchantress. Magische Runen und okay, anscheinend können wir dann dieses, ja, wie sagt man, dieses Schloss, wo wir immer reingehen, irgendwie noch verändern. Mit diesem Architekten. Ach du Scheiße, wie geil. Das ist dieses Stereo-Blind, alle Sprites sind zweidimensional, wie krass. Oder? Das ist das doch, oder? Ja, ich glaube, das war nicht so wie ein Papier. Okay, wir quatschen mal mit dem. Gib Charon, wir geben ihm all unser Geld, aber dann sind wir doch ganz arm. Oh, 50 Gold losgeworden, das ist immer nicht ganz gut, aber ja, wir hätten es, glaube ich, für nichts anderes zahlen können. Und ihr seht schon, hier, oh, da ist, geht das eigentlich weg? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und, oh mein Gott, das ist sehr, sehr gefährlich. Wir mal sehen, ob mein Skill diesmal vielleicht ein bisschen mehr bringt. Und ich schaue jetzt mal gleich, ob das Essen noch da ist. Das ist nämlich interessant zu wissen. Nein, es verschwindet. Entweder, wenn man... Was ist denn hier? Ach nee, das ist nur das Tagebuch, nehme ich an. Was heißt nur halt... Oh, Münze. Okay, warten. Okay, sehr gut. Münze, Geld holen. Oh Gott, da sind wir, haben wir schon wieder das Problem. Was haben wir eigentlich für eine Fähigkeit? Oh, hey, cool. Ja, und schön die Mana wieder auffüllen. Aber es scheint... Was war das denn? Ach so? Okay. Ach, das... Warte mal, das hat mich Mana gekostet. Das ist ja blöd. Nö. Also wir scheinen dann einfach unverwundbar zu werden. Das heißt einfach. Gibt es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit? Nee. Oh oh. Gott, Gott, Gott. Kann man die Bälle eigentlich kaputt machen? Nein, kann man nicht, wie ich gedacht habe. Okay, das heißt, diese Bälle sollten wir wohl nicht berühren. Mann, wie asozial dieses Ding da platziert war. Und wir haben schon wieder 30 Leben verloren. Mal sehen, wie weit wir diesen Run kommen. Oh, warte mal, hier ist ein weiterer Tagebucheintrag, oder? Tagebucheintrag 2. Obwohl ich der Älteste bin. Bin ich nicht der Favorit meines Vaters. Ich habe schon immer gewusst, dass er plante, mich zu verlassen. Aber wenn ich es schaffe, ihn zu retten,
dann wird sich alles verändern. Der Sieger will nicht, er wird nichts anderes erben als den Thron. Okay, bla bla bla, okay, das ist jetzt alles irrelevant und ihr wollt wahrscheinlich Gameplay sehen, wenn ihr das nicht sehen wollt und ich das... Oh mein Gott, das sieht ja mal geil aus und hier sind Käfige und so, wow, geil, ich hab das jetzt nicht erwartet, anscheinend gibt's andere Welten auch. Ja, nee, ist doch klar. Was geht? Ja, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Also schön, dass wir jetzt wissen, dass da was ist. Wir gehen da mal lieber in die andere Richtung weiter, ne? Weil wenn wir jetzt sterben, klar, dann kriegt unser... Also das Spiel ist so aufgebaut, das habe ich jetzt auch schon kapiert. Oh oh, oh oh, geh weg. Geh weg, Bro. Jo, klar, 18 HP noch. Also das Spiel ist so aufgebaut, dass wir eben... Dass wir eben als... als ein Knappe zum Beispiel der nächsten Generation spielen, der dann eben das Vermächtnis des Vaters und die Burg und alles geerbt hat und eben ganz neue Fähigkeiten und Eigenschaften hat. Zum Beispiel der jetzt eben, dass er nicht in dreidimensionalen sehen kann, was jetzt nicht unbedingt als Vorteil angesehen werden sollte. Was ist das? Spellphone, Chakram. Oh, cool. Wir haben also einen Spell gefunden und den können wir jetzt wohl benutzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, hätte ich jetzt Magie, könnte ich den vermutlich benutzen. Ja, klar. Ist ja logisch, ne? So, wir machen das jetzt lieber mal safe hier. Ich weiß bloß nicht, ob die HPs von den resettet werden. Boah, gut, habe ich es geschafft. Ernsthaft, das war so ein hässliches Bild. Lady Faye wurde von Doom Wars geowned, also von diesem Bild. Und komm, Leute, da müssen wir gleich mal noch ein paar Runden ranhängen. Und was geht jetzt ab? Wieso ist der hier so verschwommen? Ich dachte gerade, ich habe hier Grafikbugs, aber anscheinend nicht. Oh, es ist ein Magier, cool. Ja, gut, dann hat der Ektomorph, das heißt, jeder Schlag wird uns zurückstoßen und no food pulse, okay, das heißt, wir sind leise anscheinend und wir werfen Äxte. Was kann der hier? Oh, wir spielen mal den Knave. Geil, Gigantism, you were born, du wirst geboren, ein Basketballspieler zu werden. Und Leute, wir müssen gleich mal hier ein bisschen upgraden. Wir haben 180, das heißt, wir können das hier ab... 190, ernsthaft? Das können wir uns aber holen, sehr schön. Da haben wir jetzt dieses Runending. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Oh mein Gott! Verwünscherin oder... Ja, ich sag einfach mal... Wahrsagerin kann mit mächtigen Runen... Und stärker, besser, schneller... Hüpfender, keine Ahnung... machen und wir müssen eben diese Runen finden, um eben ja, geil, da steht noch dran, dass ihr Kristallball nur zur Show dient und Upgrade Mage, aha, wir können anscheinend den Mage upgraden. Oh, 370, da müssen wir wohl ziemlich lang überleben, weil alles Geld verfällt ja, wenn wir eben eine Runde starten, ist ja klar, weil ja eben wir ja, weil wir eben gestorben sind, beziehungsweise nicht deswegen, sondern weil wir halt eben dann mit diesem Typen hier quatschen müssen. Und ja, das können wir jetzt vielleicht dann mit dieser Enchantress können wir vielleicht mal quatschen, wenn wir dann auch mal eine Rune gefunden haben, weil ich bezweifle, dass sie uns da gleich was geben wird. Hä, was ist denn das hier für ein schwarzer Rauch hinter uns? Der gefällt mir nicht und mag ihn nicht. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich schlecht. Da kommt man nicht drüber mit unserer Größe, das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, gleich mal HP verloren ist natürlich geilo. Okay, hier kann man doch was machen. Critical. Ach, wir sind ja Knave, stimmt ja. Sehr gut. Also haben wir die schon mal ausgeschaltet. Scheint ja eher einfacher Raum zu sein. Okay, anders als der. Aber denk dran, wir können Crits landen, like Boss. Boah. Okay, vielleicht mal doch ein bisschen was kann ich vielleicht schon.
Also gut, hoch und wir gehen einfach mal. Ich benutze die Karte jetzt noch nicht allzu sehr, das wird sich bestimmt noch irgendwann ergeben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war ein Boss, oder? Ja gut, Lady Lisa ist dann demnach auch tot und ja, das ist jetzt gerade noch ein bisschen fail hier. Ich scheine das noch nicht so ganz zu hinzubekommen. So, was kann der hier? Geil. Der ist anscheinend... der ist kurzsichtig. Krass. Krass. Okay, das müssen wir gleich das Spiel mal. Also das finde ich krass. Okay, kurzsichtig ist der Typ wohl. Das heißt, wir können hier nichts kaufen. Wieder mal. Toll. Toll. Freut mich immer wieder einfach das Geld dem... Okay, das ist echt witzig. Das ist einfach nur geil. Okay, also ihr seht, alles was weiter weg ist, ist verschwommen. Das ist kein Videoproblem. Und diese Zahnräder, ja, die funktionieren bestimmt hundertprozentig. So, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen schneller. Ich versuche mal zu rushen, vielleicht komme ich dann weiter. Könnte ich mir sogar vorstellen. So, und du Bro, komm mal her. Ey, komm mal her, komm mal ran, Mann. Irgendwie bloß ein bisschen blöd, dass man hier anscheinend nicht, wow. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß gar nicht. Leben, sehr gut. Also Leben ist ja unser Problem. Das heißt, wir sollten vielleicht, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Oh mein Gott. Ganz ruhig, Freunde. So, mal ganz kurz checken. Okay, hier ist der Schild. Ah, für den Schild brauchen wir anscheinend keinen. Boah, das ist ja cool. Der Schild ist wahrscheinlich was ziemlich Wichtiges für uns. Okay, ich habe schon gedacht, wir fallen da jetzt in die Fallgrube rein und verrecken elendig. Warum kann ich nicht nach unten schlagen? Okay, ich time es einfach zu schlecht. Was soll das? Ich will jetzt nicht in dem Raum sterben. Ich scheine es noch nicht so ganz hinzubekommen mit der Steuerung. Okay. Ja. Da ist eine Truhe. Ich habe noch keine Truhe geöffnet, glaube ich. Okay. Wow, danke für dieses Gold. Aber damit können wir uns immerhin ein bisschen upgraden. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Also wünsche mir down. Ganz kurz nochmal testen und... Okay, immer so. Okay. Ja. Ja. Also ihr seht, Gigantism ist jetzt nicht wirklich meine Lieblingsfähigkeit und ich kann einfach noch einen ranhängen. Okay, was bringt das mir jetzt? Das wollte ich eigentlich nicht öffnen. So. Aber da kann man anscheinend... Was? 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 Was zur Hölle? Was ist das? Toggle is freezing. Das ist ja mal geil. Also den spielen wir mal. Den Mage habe ich ja sowieso noch nicht gespielt. Und jetzt können wir uns auch noch gleich was kaufen. Und ich hätte gesagt, wir kaufen uns einfach mal... ja, komm, wir kaufen uns einfach mal... Das Upgrade geht nicht. Hm. Ja, gut. Plus 2 Initiative. Intelligence, tut mir leid. Nee, ich upgrade mal... Unser Leben, das ist meiner Meinung nach gerade sinnvoll, weil, oh mein Gott, der Mage hat wirklich nicht so viel. Boah, geil. Ist ja geil. Ich weiß nicht, ich schätze mal, das kostet ziemlich viel Mana, aber das ist mal eine geile Fähigkeit. Also, ich weiß nicht, wie viel das draint, aber ich schätze mal ziemlich viel, aber geilo. Bestimmt eine der besten Fähigkeiten, schätze ich mal. Es sei denn, ja. Sag mal, was ist eigentlich los, Mann? Wie schwer ist das Spiel, Mann? Ah. So, jetzt last run für diesen Part. Vielleicht bringe ich ja doch nochmal irgendwas auf die Reihe, Mann. Ah.
Also, auf geht's jetzt, Smitty. Ich gehe da jetzt durch. Und was ist das jetzt für eine Fähigkeit? Ach so, okay. Naja. Wahrscheinlich nicht so die beste. Und wir haben schon wieder Nave oder was? Oder ist das sogar Mage? Ich schätze mal, dass Mage einfach nicht so meine Klasse ist. Naja, wie dem auch sei, wir gehen da jetzt durch. Hier, komm, auf geht's. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ah, okay, das dient als Block sozusagen. Und wir gehen mal hier runter, so. So, das habe ich doch mal jetzt ordentlich gemacht. Hier, komm. Oh Mann. Die ganzen Runs gefehlt. So ein Armutszeugnis hier. Gut, Leben hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das irgendwie mitzunehmen? Und da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also so sehe ich aus. Ich habe schon wieder nur 24 HP. Und da unten ist wohl irgendein Spacken schon wieder. Gib mir Leben, gib mir Mut, ich will schaffen, doch ich glaube nicht, dass das passieren wird. Oh. Ja, also ich habe natürlich gewusst, was der macht, ne? Also, Fails über Fails, ne? Vielleicht ändert sich das. Schreibt mal, ob ich vielleicht ein bisschen Offscreen üben soll, weil, ja, es ist ein bisschen tricky hier anscheinend. Ich habe eigentlich gedacht, dass ein Part so 20 Minuten geht und dass man da vielleicht nicht stirbt unbedingt, aber das Phänomen haben wohl viele, dass sie gerade noch am Sterben sind. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt die mir, weil ich habe sie bitter nötig, wie es scheint. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Part. Ciao und bis dann.